Hi meine Süßen, es ist Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen ganz, ganz tollen Tag mit euren Liebsten. Ich fange gleich an. Ich werde nur noch schnell hier ein paar Q-Tips rausholen. Mir ist heute irgendwie ein bisschen kalt. Ich weiß auch nicht, mir ist so das Wetter. Ich glaube, das ist das Wetter. Wir wollen ja auch noch ein bisschen malen heute. We will do a lot of painting today, me and my children. Ich mit meinen Kindern. Wir werden heute ganz viel Mali machen. Mal auf jeden Fall den Ton ausmachen. So, Entschuldigung. Wenn ihr euch jetzt wundert, kleinen Moment, ich lade noch schnell meine ganzen Mädchen ein. Ich weiß, es ist wieder mitten, ist wieder eine tolle Zeit, aber ich habe leider im Moment die Ferien. I know, it's a crazy time right now, but you know, the holidays and you can tell, you know, kids are out of school and they are just, yeah. You know, you cannot really count on your times, let's put it that way. Man kann echt nicht wirklich auf die Zeiten achten, weil es irgendwie nicht so ganz möglich. Da es kommt immer irgendwas anderes, es ist immer irgendwas. Ja, gut, ihr wisst ja Bescheid. Ihr habt ja fast alle Kinder. Hallo Fatima, mein Schatz. Okay, also wir machen heute eine Quick Make-up. Nicht viel, ich brauche nur irgendwas fürs Gesicht. Ich wollte ein paar Bilder machen für Instagram und auch für euch hier. Deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach mit. So, I'm just gonna do a quick make-up. Nothing big special, but you know, I have to do some pictures. I want to do some pictures for Instagram and Facebook. So, you know, I'm gonna take you guys with me. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr teilt, bekommt ihr diesen Monat ein Pinselset von mir und ein, hallo Julia, mein Schatz. Ihr bekommt ein Pinselset und ein Spiegel mit Licht. Finde ich total süß. Das bekommt ihr von mir geschenkt. Das kann euer, Reward sein, wenn ihr meine Sachen teilt. Ich mach mal kurz meinen Primer schon mal drauf. Also ich nehme ja jetzt jeden Tag die Tagescreme. So I'm using Nachtcreme. My every night cream. And you can tell my skin is looking so much better and is so hydrated. Es ist echt mega. Guten Morgen. Ich weiß, ich bin echt, es ist wieder eine komische Zeit, ne? Hallo Claudia, mein Schatz. Es ist echt eine komische Zeit, aber ich kann nicht anders reinkommen. Also meine Kinder, die waren gestern Nacht bis um 12 Uhr wach. Man darf es ja kaum jemand sagen. You cannot really tell nobody that my kids were up so long last night, okay? I don't know what's going on, but they are... diese Ferien, die machen die irgendwie kaputt. Toll, jetzt sehe ich hier gerade, ich habe meinen geilen Pinsel gar nicht. Den muss ich noch holen. Ihr müsst mal ganz schnell auf mich warten. Rennt ja nicht weg, aber ich brauche einen Pinsel. Den habe ich nämlich jetzt hier nicht drin. Und den brauche ich. Kleinen Moment. Bin gleich da. Kari! Okay, so, sorry. Hat ein bisschen gedauert. 5 Minuten. Na, noch nicht mal. 1 Minute. Wir fangen mit Concealer an. We're starting with concealer right here. Hallo, wie geht's dir, Schatzi? Okay, also, wir fangen erstmal mit Concealer an. Erstmal alles so abdecken, was man nicht braucht. Alles das, was man nicht sehen soll, bitte abdecken einmal, würde ich mal sagen. Da nehme ich hier meinen Concealer und Pinsel, also Puderbrush für. Die lässt sich nämlich super damit auftragen und man kann es echt schön einarbeiten. You know, you can really, like, you know, use this brush for it. It's the Concealer and Powder Brush. Hallo, wie geht es dir? It's the Concealer and Powder Brush, so you can really work it in good. Also du kannst es echt schön einarbeiten und dann sieht es auch nicht so fleckig aus, wie sagt man, obwohl eigentlich der Concealer allgemein nicht fleckig aussieht, aber ja, man kann ihn halt richtig schön ein. Du siehst ja, ich habe nichts drauf. That's how it looks. It looks like I have nothing on it. But we're gonna do the spray foundation today. Wir machen die Spray Foundation. Das ist immer... Ich liebe ja viele Foundations. Wir haben ganz viele Foundations und ich liebe meine Spray Foundation. Ich kann nichts dafür. Ich liebe sie, ich mache sie, ich trage sie gern. Und zu dem Kabuki Brush, den gibt es auch im Starter Kit jetzt. Sehr gut. Genau. Sehr gut, das freut mich. Die Kabuki Brush gibt es im Starter Set. So if you want to get the Starter Kit, just because you get the Starter Kit doesn't mean you have to do the Unique. Okay, also es gibt auch viele, die machen das als Kidnapping. Ist zwar nicht so vorteilhaft, aber es nehmen auch viele nur die Sachen, um sie einmal zu testen oder wie auch immer. Du musst nicht gleich da komplett durchstarten. Das ist natürlich schön, aber das müsstest du nicht machen. Ja? Und der Kabuki Brush ist auch mit in dem Starter-Kit enthalten. Sagt man das enthalten? Claudia, oh Gott, Hilfe. Mein Deutsch.
Also ich habe jetzt hier ein paar Mal draufgesprüht mit meiner Spray Foundation. Und wie ihr seht, schaut mal, oh, man hat so eine richtig schöne Klatte. You know, I'm doing my foundation spray and you just have like such a nice shine to it and just so smooth everything. I love it. Ich mache das aber ein bisschen näher dran, wie ihr seht. Ich nehme nicht so viel Abstand, weil diese Spray Foundation, die sprühten, ist ja eine Spray Foundation, sprüht ein bisschen weit weg. Das heißt, nimm es einfach nah an deine Kabuki Brush. Und dann sprühst du nicht viel drumrum, sondern nur auf deine Brush. So, you know, so take it really close to your kabuki brush, so you don't spray too much apart, like away from it, you know? Dann schön einarbeiten. Ja, was ist noch in dem Starter-Kit enthalten? Also, da kommt noch dazu die Palette 4. Gut, das ist immer so eine Geschichte. You know, if you start Unique and you get your Starter-Kit, it always depends on what Unique sent you. Du kannst nicht auswählen, was du möchtest, sondern Unique wählt es für dich aus. Normalerweise ist es immer dasselbe. Da bekommt jeder, der startet, dasselbe. Und es ist im Moment die Palette 4 mit da drin. Ich nehme heute die Palette Nummer 1. Wir werden heute braun. Aber es gibt die Palette 4, die hatte ich das letzte Mal verwendet. Und die gibt es dazu. Dann gibt es das Rosenwasser in der großen Größe. Also einen 100 Milli. Dann bekommst du das Gesichtsöl. Was ist noch da drin? Ein Splash ist dabei. Also ein Lippenstift. Dann sind die Kabuki Brushes dabei. Der Rouge ist dabei. Yep. Enthalten. Ach, danke, mein Schatz. Vielen Dank. Der Rouge ist dabei. Sein Rouge ist dabei. Ich muss da reingucken, was es genau noch ist. Was es noch alles ist. Auf jeden Fall, das sind schon mal so ein paar Highlights, die schon mal dabei sind, die man auch jeden Tag verwendet. Ihr bekommt auch eine schöne Box dann dazu. Ich nehme jetzt gerade mein Beach Rod. Ihr bekommt auch eine schöne Box dafür. Da sind auch so Schubladen drin. Da gibt es auch einen Code. Ciao, how are you? Da gibt es auch einen Code. Den könnt ihr als Neustarter zum Beispiel eingeben im Internet. Und dann bekommt ihr euer erstes Starting Training, wo ihr dann genau wisst, wie ihr euer Business anfängt und wo ihr überall drauf achten müsst und so. Das gab's bei uns alles gar nicht, aber ab diesem Monat gibt's das. Ich finde es total schön. Ich wünschte, das gab's schon bei meiner Zeit. I wish I would already have all of this in our starter kit, because it's been 3 years. Hat sich einiges geändert in 3 Jahren. Guten Morgen, hi! Hat sich einiges geändert in 3 Jahren, aber jetzt haben sie es wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und da könnt ihr nichts mehr falsch, also ihr könnt überhaupt allgemein nichts falsch machen bei Unique. Ihr wisst ja, es hat keinerlei irgendwelche Verträge an sich, die ihr da beachten müsst. Es gibt keine Verträge. Es gibt auch keinen Mindestsatz, nichts. Ihr macht alles das, was ihr wollt. Und wenn ihr es nicht mehr wollt, dann lasst ihr es einfach. So einfach. Ganz easy. Okay, also wir haben gecovered. Das ist jetzt eigentlich mein Look. I'm ready to go. Also zu Hause wäre ich jetzt so fertig. Da gibt es nichts mit Augen und so. Aber wir machen heute die Palette 1. Und an dem coole Geschichte an der Palette 1 ist, das sind Brauntöne. So, the palette number 1, they are brown tones. What you can do is, you can use these for your eyebrows as well. Wir werden heute mal weil die Palette sind ja Brauntöne, kannst du auch für deine Augen verwenden. Und das werden wir heute machen. Ich verwende heute das für meine Augen. Ich mache heute alles mit der Palette Nummer 1, damit ihr sehen könnt, was ihr überhaupt alles damit machen könnt. So, I will use everything in my power. Only with palette number 1. I'm just looking for my pencils. And again, I didn't have... Well, I do. Ich und meine Pinsel hier. Meine Pinsel. But it's okay. So, we're starting with palette number... Klar, Unique. Profitiert durch euch und gibt solche Neuerungen etwas weiter. Das stimmt, ja. Aber ich wünsche, ich würde das neue Starter-Kit auch kriegen, weil das ist echt geil. Das ist echt ein schönes Kit. Wirklich ein geiles Kit. Und für 107 Euro anstatt 500 ist schon mal eine Menge... Ja, soll mal was heißen, würde ich sagen. Wir fangen an mit der Nummer 1 und ich fange hier unten mit dem ganz hellsten Ton an. Elated heißt er. Elated heißt der Ton. Ich komme mal ein bisschen näher ran. Ich werde nur ein bisschen... Erstmal, dass es einen Grund gibt. So. Dann nehmen wir... Wir sind braun, aber ich möchte vorne ein bisschen glänzen. Ihr kennt mich ja, ich glänze ja vorne immer ein bisschen. Und das nehme ich, ich nehme den Ton hier. Der hat ein bisschen Schimmer drin und das ist die Farbe Brazy. Ja, Brazy passt ja.
Brazy. Ich brauche meinen Spiegel. Ich habe gar nichts mitgebracht hier. Ich weiß, ich muss in meinen Schminkspiegel hier in der Palette gucken. Egal. Wundert euch nicht, ja, wenn ich da so reingucke. Aber ich habe meine Brille erstens nicht auf. Ja, die Pinsel. Ich habe meine Brille nicht auf. Ja, die Pinsel, ich weiß. Ich verliere immer meine Pinsel. Claudia, du weißt Bescheid. Ich und meine Pinsel. Das ist nicht schlimm. Ich finde sie schon wieder. Im Übrigen werden wir heute, ich habe ja gemalt, you know, I painted a little bit. I don't know if you guys can see it. Ich habe ja ein bisschen wieder gemalt. Manchmal kriege ich ja meine Phase, wo ich so ein bisschen anfange, abstrakt zu werden. You know. Manchmal passiert das. Und ich habe angefangen wieder zu malen. Ich habe ja lange nicht gemalt und jetzt male ich wieder. Und ich habe mich wieder voll wiedergefunden. Jetzt habe ich mir ganz viele große Leinwände gekauft. Aber ganz viel große Leinwände. Und heute wird unser Wohnzimmer komplett zum Kunstatelier hier. Die Kinder haben bekommen so kleine Leinwände. Und die Mama kriegt die großen. Und ja. Also das machen wir heute. Wir werden heute ganz, ganz viel malen. Wir werden heute ganz kreativ sein. Und ich werde, glaube ich, heute mal was mit Braun, Blau, Beige, Gold, Weiß. Also das wird heute so meine Area werden. Das Bild ist super geworden. Das ist schön, ne? Ich hätte es nie gedacht, dass ich das hinkriege. Vielen Dank, mein Schatz. Danke, danke, danke. Aber ich habe es mir jetzt in den Flur gehangen und das ist echt schön. Das ist wirklich, also ich finde es auch total mega. Mal gucken, was ich heute zauber. Ich habe schon so eine leichte Idee. Ich bin gespannt, was es wird. Aber es wird halt ein größeres Bild diesmal. Und dann muss ich gucken, wo ich das hinhänge. Ich glaube sowieso. Oh, wie süß. Hi! Die Bilder sind so schön. Danke, Sandra. Ja, seid mal gespannt, was es heute gibt. Also ich habe heute ein bisschen, also das wird dann sowieso wieder anders. Aber ich wollte heute ein bisschen spiegeln. So ein bisschen mit Verspiegelung, ein bisschen arbeiten. Es ist ein ganz langes Bild und ein Riesenbild. Aber alles mit der Zeit. Erstmal gucken, ob es was wird. Und wenn es dann was wird, dann schicke ich ein Bild. Aber wenn es nichts wird, dann schicke ich euch ein Bild. Den Kindern ist es so peinlich. Okay, wir machen weiter. Wir brauchen jetzt ein bisschen was. Ich glänze jetzt schön von, immer noch schön natürlich, aber... Ich nehme jetzt hier einen dunklen Ton. Ich bin überlegen, entweder den oder den. Der eine hat ein bisschen Schimmer drin, der andere ist matt. Ich bin heute eher matt. Ich glaube, ich bleibe auch matt. Ich schimmer ja von schon genug. Also nehme ich Forthright. Das ist der Ton. Und da gehen wir jetzt mit meinem... Nehmen wir den Pinsel. Ich liebe diesen Pinsel. Mein Eyeshade... Was ist das einer? Moment. Ein Liner und Shader Brush. Ich liebe ihn. Sie ist so... So rentiert sich meine Couch da. Ja. Siehst du, genau, kannst mir zugucken an deinem Couchtag. Kannst du was über Schminke lernen? Wie süß. Okay, also, ich liebe meinen Liner und Shader Brush, weil du kannst den echt für alles einsetzen, was du überhaupt machen willst, ja? Und wir machen jetzt einfach mal hier unten, wir machen ja heute hier kein krasses Make-up, wir machen schon noch ein ganz natürliches Ding, aber es soll ein bisschen mit reingehen, deswegen gehe ich ganz vorsichtig nur hier ein Stück rein. Ich lasse hier unten immer noch hell, wie ihr seht. Werde dann auch noch ein bisschen blenden nach hinten, weil das soll ja nicht so, ne, es soll ja nicht so viel sein. Es soll echt nur ganz, ganz, ganz minimal sein. Das sieht jetzt alles noch groß aus, aber warte, bis es geblendet ist, dann ist was ganz anderes dabei. Ja, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Bildchen machen. Und wenn ich dann das alles fertig gemacht habe, dann werden wir Picasso hier heute werden, ja. Bin gespannt, was draus wird. Aber ich weiß ja nicht, was macht ihr so, um eure Nerven runterzuschrauben so? What do you guys do to calm your nerves down? Also ich bin ja so, also wer mich jetzt kennt, weiß, ich bin voll die Basteltante. Ich bastel dir ganz viel, ich mache gern meinen eigenen Schmuck. Gibt ja auch viele, die mir jetzt zugucken, die mich noch gar nicht kennen. Ich bastel, wie gesagt, ich male gern, ich bastel gern, ich nähe. Ich kann noch nicht, so gut kann ich nicht nähen, aber ich mach's trotzdem. Mir egal, Übung macht den Meister. Ich könnte eigentlich alles hier drin machen. Ich habe Tische schon neu gemacht, ich habe alles Mögliche schon gemacht. Ich liebe das. Also das ist so diese, da komme ich runter. Ich puzzle auch total gern, ich stehe auch voll dazu. Wenn andere sagen, was, du puzzelst? Ja, das brauche ich. Irgendwas brauche ich zum Runterkommen. Okay, also ich nehme jetzt denselben
deine Videos schauen, lach. Ja, genau, kannst du dann meine Videos gucken, den ganzen Tag. Hast du einiges zu gucken. 3 Jahre auf Schminken kannst du dir von... Da müsstest du aber anfangen an meinem allerersten Video, weil dann siehst du mal, was ich überhaupt für einen Fortschritt gemacht habe. Weil mein allererstes Video, ich weiß gar nicht, wann war denn das? November 16, glaube ich, war mein allererstes Video. Claudia, Sandra, Fatima, ihr wart alle dabei, glaube ich. Ihr wart alle dabei an meinem allerersten Video. Da musst du anfangen. Hab Rückengymnastik auf YouTube gemacht. Oh, cool. Oh, ich liebe Puzzle. Ja, ich bin also Rückengymnastik auf YouTube. Da gibt's eine, die macht das wirklich gut. Das habe ich auch. Aber es gab, ich habe mir so eine CD gekauft. Da mache ich das jetzt immer. Das ist auch super. Und Puzzeln, ich liebe Puzzle. Also, das Problem ist bei mir, so, das ist echt ein Problem. Ich mag diese Riesenpuzzle, ja? Und wenn ich diese Riesenpuzzle nehme, dann dauern die natürlich. Die kriegst du ja nicht an einem Tag fertig. Das dauert dann ja schon eine Woche, 2, 3 Monate, was weiß ich. Und dann liegt überall dieses Riesending da, ja? Und jetzt habe ich 2 Kinder, die sind dann ganz neugierig. Und ich habe zwar viel Platz, aber ich habe auch irgendwie gar keinen Platz. Und dann liegen meine Puzzle immer irgendwo rum. Und dann kommt der Hund, dann kommt das Kind, dann kommt dies und dann kommt das. Und dann war es das. Fertig. Dann ist es, da fehlt da ein Teil, dann habe ich keine Lust mehr. Und dann habe ich mir dieses Ding, es gibt ja zum Aufblasen. Guten Morgen. Putzen und in die Wohnung rumtanzen mit lauter Musik. Weiterlesen. Mehr Anzeigen, warum sehe ich nichts? Ah, wir müssen zusammen basteln, also Schmuck. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich habe ja sowieso schon gesagt, wenn ihr Bock habt, irgendwie mal was zum Basteln zu machen und ihr seid hier bei mir in der Area, wir können das gerne mal zusammen machen. Was ich auch gerne machen würde, es hört sich zwar jetzt wieder voll schräg an, aber ich würde gerne mal High Heels irgendwie neu aufpimpen oder T-Shirts neu pimpen oder, weißt du, irgendwie sowas machen oder ja, Schmuck machen, Ringe machen, Armbänder machen. So Geschichten. Also wir können da gerne mal was machen. Ihr müsst mir dann nur mal sagen, ich bin dabei. Und wenn ihr dann dabei seid, dann gucken wir, wenn du in der Frankfurt Area bist oder nicht so weit weg. Und dann schauen wir, dass ich stelle mich gerne zur Verfügung hier. Ich habe meinen ganzen Gelärsch hier. Ich teile es gerne mit euch. Dann können wir uns hier alle mal zusammentun. Wir haben hier, warte mal, wie viel? Wir könnten 8 Mädels könnten wir hier reinbringen. Die könnten das mit uns hier machen. Also, dass wir so eine 8er-Gruppe machen, wenn. Muss ja nicht so groß sein. Aber dann können wir das gerne mal machen. Wenn man so richtig cool, mal so ein Nachmittag mit den Weibern. Ja, dann wäre ich, das wäre schön. Also sagt mir Bescheid, wenn ihr da Bock drauf habt. Gabi Fastner ist das. Ah, okay. Die kenne ich nicht. Guten Morgen, Nadine. Hi. Okay, also wir sind immer noch beim Schminken. Guck, wir driften voll ab hier. Wir driften volle Kanne ab, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja Sonntag, ne? Wir sind nicht im Stress und so. Alles easy, chillobillo. Sagt man das immer noch so? Weiß ich nicht. Früher hat man das gesagt. Chillobillo. Und ja, wie gesagt, dann meine Puzzle-Geschichten, die kann ich dann lasse ich das dann. Dann schmeiße ich es weg, also nicht wegschmeißen, aber ich packe es dann wieder ein und fange dann wieder an, keine Ahnung, so 3 Monate später mache ich das dann weiter. Okay, we gonna do a little bit of blending. Wir machen jetzt ein bisschen Blenden, damit es nicht so krass aussieht. So, nur ein bisschen. Das ist wirklich ein Make-up, Mädels, das könnt ihr alle machen. Everybody can do this makeup. This is not no big deal. Das ist echt kein großer Deal. Und du siehst echt schön aus. Du musst dir nur ein bisschen Zeit damit nehmen. You know, you really do. Just have to take your time in it. Get to know all the products. Ihr müsst echt die ganzen Produkte mal kennenlernen. Mein Hund bellt schon wieder. Oh, was machen wir nur einmal auf einem Live ohne meinen Hund, der da rumbellt? Achtung, haltet euch die Ohren zu. Ich muss ihm kurz rufen, damit er die Klappe hält. Teddy! Teddy! Sorry. Er hört mich. Ich muss jetzt nur schauen. Weil wir nehmen jetzt den 4D Mascara. Der fehlt natürlich noch. Den brauchen wir natürlich. Ich nehme hier wieder meinen Spiegel. Oh, das sieht echt gut aus. Jetzt gucke ich mal richtig in den Spiegel, weil dieses Handy. Ich hoffe, ihr seht. Könnt ihr die Farben richtig sehen? Ich hoffe, ihr könnt die Farben richtig sehen. Auf jeden Fall mache ich mir einen 4D Mascara. Der ist. Du kannst den nehmen für feine Wimpern. Du kannst ihn aber auch nehmen, wenn du richtig aufbauen möchtest. Und was richtig draus machen willst. Oh, mein Hund, er nervt mich. Seht ihr? So zum Beispiel wäre einfach nur ein ganz normales Auge. Ja, das wird schon komplett reichen. Aber ich möchte ja ein bisschen mehr den Boom haben. Ich habe braune Augen jetzt, ein bisschen dunkler. Ich möchte ein bisschen schwarzere Wimpern haben. Oh. Teddy!
Sorry. Der bellt da hinten rum und hört nicht auf. Aber auch wer jetzt zuguckt und mich nicht kennt, mein Hund ist blind und er ruft mich, dass ich ihn da hinten raushole. Obwohl er den Weg auch alleine weiß, aber er braucht dann immer die Bestätigung, dass jemand da ist. Also nur, dass ihr wisst, you know, just in case you wonder why, and why am I screaming, my dog is blind and he waits for me to come get him. So, just that you guys know. Okay, also, andere Seite. Wir fangen wieder ganz leicht an. Nicht viel gemacht, ja, einfach nur schön, dass ihr guckt, dass alle Wimpern hier mit genommen wurden. Guck mal, wie schön, das sieht echt noch natürlich aus. Wir haben noch keinen großen, ja, ich sehe jetzt nicht aus wie ein bunter Eimer Knete, würde mein Vater jetzt sagen. mein Papa hat immer so Sprüche drauf gehabt, meine Oma auch. Meine Oma und mein Papa, die sind immer diejenigen, die dann hier sagen, die hauen immer die Sprüche raus, da denkst du dir, oh Gott, wo hast du denn den her? Aber egal. Auf jeden Fall sehe ich noch nicht so aus wie ein Eimer bunte Knete. Ich sehe immer noch schön aus. Nicht so extrem geschminkt. Ich kann immer noch so täglich hier sonntags rausgehen, zum Spazieren gehen oder so, ohne dass man denkt, oje, wo ist sie denn her? Was macht sie denn hier? Was hat sie denn hier zu suchen? Achso, wir müssen ja noch die Augenbrauen machen mit meiner Palette Nummer 1. Das habe ich auch schon gesagt. Ich mache ja noch die Augenbrauen mit meiner Palette. I will do my eyebrows. I know I'm not talking too much English today. Ich weiß, ich rede heute echt nicht so viel Englisch. I'm sorry. I have to change this. Ich muss es noch ändern, dass ich echt beide Sprachen immer drauf habe. Aber ist okay. Auch das lernt man mit der Zeit. Oder auch nicht, aber für alle, die Englisch sprechen. You know, just in case if you guys, you know, wonder what Sabrina talking about, you can gladly text me. I will translate everything for you, okay? You know, I know. We've been on a little bit and I haven't really talked English. So, meine Augen sind fertig. Ich finde sie wieder mal super. Ich glaube, ich bin mein größter Fan. Oh Gott, das hört sich jetzt so voll eingebildet an. Nein, bin ich nicht. Aber du musst schon hinter deinen Sachen stehen, wenn du sie wirklich richtig benutzen möchtest. Dann musst du echt hinter den Sachen stehen und dir auch die Zeit dafür nehmen. Und das mache ich und ich sehe halt ich sehe, wie ich draus wachse und was ich alles so gelernt habe. Und dann kann ich schon sagen, ich habe einiges gelernt. I really learned a lot through Unique. Okay, also wir machen jetzt mal die Augenbrauen. Ich nehme an, wir nehmen sogar denselben Ton, den ich hier habe, glaube ich. Ja, wir nehmen Fourth Right. Wir probieren mal mit Fourth Right. Oh Gott, ich weiß jetzt, ich habe das noch nicht gemacht. Ich weiß nur, du kannst die Palette auch für die Augenbrauen nehmen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht selber gemacht. Wir probieren das jetzt mal. Ich mit euch zusammen. Normalerweise nehme ich ja die Augenbrauenpalette. Aber, oh ja, das sieht gut aus. Das ist auch eine gute Farbe. Ah, perfekt. Perfekter Ton für mich hier. Es gibt ja verschiedene Brauntöne in der Palette. Das heißt, ihr müsst jetzt zum Beispiel gar nicht diesen Ton nehmen, sondern ihr könnt euch dann einfach den auswählen, den ihr braucht. Guck mal. Und alles mit Lidschatten, ne? Also keine Augenbrauenpalette heute mal. Heute gibt es mal Lidschatten auf den Wimpern. Auf den Augenbrauen. Warum denn nicht? Wie gesagt, ich bin hier kein großer Augenbrauenmaler. Ich hasse Augenbrauen. Ich beneide immer noch jeden, der das so gut kann, der dann hier von die Schatten reinmalt und wow, wo das so aussieht wie wow. Nee, ich kann's nicht. Tut mir leid. Da guckt ihr euch das falsche Video an. Aber wenn ihr jetzt auf sowas wartet, dann könnt ihr abschalten. Das wird nichts. Aber zumindest stehe ich dazu. Ist okay. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das einigermaßen gleichmäßig hier hinbekommen. Wenigstens einigermaßen. Es wird nie gleichmäßig werden. Ich habe dieses Talent nicht dazu, dass es gleichmäßig wird. Aber ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem hat. So, ich nehme jetzt hier aber noch meine Augenbrauen, diesen Pinsel dazu, dieses Bürstchen, um das ein bisschen einzuarbeiten, dass das alles nach was aussieht. Oder auch nach nichts aussieht, aber zumindest so ein bisschen. Zumindest ein bisschen. Du kannst auch echt schön damit arbeiten, ohne dass es weggeht.
Sieht jetzt einigermaßen gleich aus? Nee, das ist höher, ne? Oh. Ich sag ja, mit den Augenbrauen, so eine Geschichte hier. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt einfach so. Da laufe ich rum wie der Onkel, aber ist okay. Passt, oder? Passt nicht. Erzählt mir mal, Mädels, wo seid ihr denn? Erzählt mir, was ich mit meinen Augenbrauen machen muss. Ich bin mir sicher, manche von euch haben echt voll die Ahnung von Augenbrauen. Anstatt wie ich habe keine. Okay, wir lassen es so. Wir gehen einfach jetzt schnell zu den Lippen. Ich vergesse die Augenbrauen. Auf jeden Fall, ihr könnt die Palette dafür nehmen. Es sieht sieht gut aus dazu. Wenn du weißt, wie du das richtig malst, sieht alles perfekt aus. Okay, wir machen jetzt die Lippen. Und die Lippen werde ich machen. Ich glaube, ich nehme nur noch einen ganz, ganz leichten Well-to-Do, unseren Lippenstift. Well-to-Do. Ich liebe diese Farbe. Die ist voll natürlich. Ich weiß, ich schminke mich auch total oft mit der, aber ich mag sie einfach. Ich finde sie einfach. Sie passt zu mir. Ich fühle mich wohl. Ja, ich weiß. Rote Lippen sind auch ganz, ganz toll. I know. Red Lips, they fit to me too. I know. But, you know, it's Sunday. It's Sunday and I'm doing this for my painting. Ich gehe heute, ich male ja, wie gesagt, und das ist mein Outfit fürs Malen hier heute. Mal gucken, ob das was bringt mit meinem Talent heute. Mal gucken, ob ich da was hinzauber. Okay, wir nehmen noch ein Lipgloss drüber. Ich nehme Luce. So. Und wir sind fertig. Es geht ganz einfach, ganz schnell. Ich habe jetzt ein bisschen gebabbelt, aber normalerweise ist diese Geschichte in 5 Minuten erledigt und du bist nach 5 oder sagen wir in 7, 8 Minuten fertig und du kannst machen, was du willst. Ach, stopp, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch was vergessen. Und zwar, wir haben ja hier so Fältchen. Seitdem ich das mache, dass ich mein Setting-Puder immer schön unter die Augen mache, ist das richtig smooth hier unten drunter. Und das finde ich voll geil. Also seitdem ich das mache, you know, if you don't have the setting powder, you should really go get it and do it under your eyes like this, because all the little wrinkles that you have are gonna go away. Die ganzen kleinen Fältchen, da setzt sich ja immer das Make-up so am Tag rein. Die 18-Jährigen können jetzt dann noch nicht mitreden, aber die schon ein bisschen älter sind, die wissen, was ich meine. Und durch dieses Setting-Puder passiert es nicht. Und auch überall, wo du sonst noch so Falten hast, immer schön hier Setting-Puder ran, dann passiert da nämlich gar nichts. Normalerweise mache ich das immer, bevor ich anfange, aber du kannst es auch im Nachhinein machen. Gar kein Problem. Auf jeden Fall, das kommt noch dazu. Jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig mit den Nerven. Mit meinen Augenbrauen haben mich hier Schwitzen gekostet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Achso, ich sage euch noch schnell, was ich genommen habe. I will tell you guys what I used. Okay, in English again. If there is any, if you like my video, you can go ahead and share it. You know, you're gonna get, du kommst in einen Pott und dann wirst du gewählt und kannst ein Pinselset und Spiegel gewinnen von mir für diesen Monat, wenn du meine Sachen teilst. So, if you are sharing my video, you'll be able to win a pencil set and a mirror with lights on. That's my gift to you for saying thank you for sharing my stuff. Okay, wir fangen an. Was haben wir angefangen? We started with the primer. Bam. Den haben wir genommen. Den haben wir zum Anfang genommen, den haben wir ein bisschen einwirken lassen. Danach ging es weiter. Ich habe meinen Concealer genommen. So, I used my concealer for under my eye, right here, regular basis. Right here. I use this with the concealer and powder brush. So habe ich ihn aufgetragen. Danach haben wir unsere Spray Foundation genommen. I love it. Wir haben unsere Spray Foundation genommen, together with our Kabuki Brush. Ganz wichtig, ich habe jetzt vieles ausprobiert. Ich habe es mir so ins Gesicht gespritzt. Kannst du auch machen. Du kannst einfach so machen. Und kannst dann verteilen. Das geht auch. Aber das macht halt schon eine Mess so an deinem Haar. Also du solltest schon ein Handtuch anhaben. So if you spray it directly on your face, make sure you have a towel around your hair in your clothes, because it will spray all over. You know, it's like a spray, you know. So, ich habe den Spongy probiert, der funktioniert auch. Aber am allerbesten zum Auftragen und zum Verteilen ist mit der Kabuki Brush zusammen. Und wenn du nicht so viel Mess haben möchtest, nimmst du einfach nicht so weit Abstand, sprühst es drauf und kannst es echt super verteilen. Wenn du es jetzt eingeschaltet hast, schau das Video gerade nochmal in Replay an. Dann kannst du genau sehen, wie ich es gemacht habe. You know, if you are just watching right now, just go and watch it from the beginning and you know exactly how I use the Kabuki Brush.
Okay, danach gab es unseren Beachfront. I have finally a new one. Es gab ja diesen Steel Deal, da habe ich natürlich direkt zugeschlagen und habe meinen Beachfront geholt. Sogar auch nur in Sunset. Aber auch Sunset ist ein schöner, ist eine schöne Kontrast, wie ihr sehen könnt. So even, it's just Sunset is one lit lighter than what I usually have. One tone lighter, but it doesn't matter. It still gives a contour, it still looks good. So, I used the Beachfront. Ich habe den Beachfront genommen. Danach fingen wir an mit den Augen. So now we come into the eyes, you know, very important. Used Palette Number 1. Ich habe die Palette Nummer 1 genommen für die Augen und auch für meine Augenbrauen. Ich habe angefangen mit dem ganz hellen Ton, Farbe Elated. Danke fürs Teilen, Martina. Elated habe ich genommen. Danach habe ich angefangen, bin ein bisschen in die Mitte gegangen und habe Fourth Right genommen. Für hier, dass es hier schön glitzert, sind wir bei Brazy gewesen. Und unten drunter unterm Auge habe ich auch Fourth Right genommen. Für meine Augenbrauen habe ich auch Fourth Right genommen. So, I'm used this one and this one. Diese drei habe ich genommen und das kam bei raus. Blending nicht vergessen. Und alles habe ich gemalt mit meinem Liner und Shader Brush. Alles zusammen. Und meine Blending Brush. Really important. Danach sind wir weitergegangen zu den Augen, zu meinen Wimpern. Wimpern, die klimpern. Habe ich mit dem 4D Mascara gemacht. Passt. Reicht, ist super. Passt, set, ready to go. Ready to go. Unter meinen Augen habe ich jetzt im Nachhinein noch gemacht. Unseren Setting Puder für alle Falten, dass auch ja nichts kommt und nichts sich absetzt. Setting Puder. Und für meine Lippen habe ich genommen Well to Do. Und dazu noch Lucid, unseren Lip Gloss. Und jetzt bin ich fertig. Jetzt mache ich ein paar ganz gechillte Home Pictures, weil ich brauche mal ein paar Selfies oder sowas. Also gibt es mal jetzt mal so. Mal gucken, was wir so hinzaubern können. Und danach wird es gemalt den ganzen Tag. Und Ladies, wenn ihr bei mir in der Area seid, schreibt mir bitte. Und wir machen ein Date aus und wir basteln. You know, if you guys are interested in it and you are in Frankfurt, Darmstadt, wherever around here, let me know and we're gonna go and we craft together. We're gonna have a craft day together. Also alle, die darauf Bock haben, schreibt mir bitte. Und dann kann ich eine Gruppe aufmachen und dann suchen wir uns einen Tag aus und dann suchen wir uns eine Zeit aus und wo es euch allen passt. Ohne dass eine meckert oder eine sagt, sie kann nicht oder sie kann da nicht. Wir finden einen Tag, wo alle können. Das machen wir. Da freue ich mich. Da bin ich echt mal mega gespannt, ob das was wird. Weil, wer macht denn nicht gern mal so ein bisschen funseli, was weiß ich, keine Ahnung. Wir werden uns was einfallen lassen. Okay, also dann schönen Sonntag, meine Süßen. Danke fürs Teilen, danke fürs Zuschauen und danke für euren Support. Mua, eure Sabrina. Tschüss.